Ja, liebe Clubfreunde, es läuft beim ersten FC Nürnberg. In der zweiten Fußball-Bundesliga ist der Club nach wie vor ungeschlagen und obendrein spielt er noch einen tollen, schönen Fußball. Es macht einfach Spaß, dem Club zuzuschauen. Drum geht mal ins Stadion, unterstützt die Mannschaft bei den Heimspielen. Die Mannschaft hat es verdient. Die Mannschaft braucht die Unterstützung. Auch Pascal Köpke würde gerne dabei sein, zumindest auf dem Platz wieder dabei sein und auf Torejagd gehen. Wann das wieder der Fall sein wird beim langzeitverletzten Stürmer des ersten FC Nürnberg, wird uns hier gleich im Club Talk verraten. Der Club Talk präsentiert wie immer von unserem Partner Kulmbacher. Viel Spaß beim Interview mit Pascal Köpke. Servus Pascal. Servus. Schön, dass das geklappt hat. Erstmal ganz wichtige Frage: Wie ist dein aktueller Gesundheitszustand? Wie fühlst du dich im Moment? Ja, läuft gut. Natürlich ist es jetzt eine lange Zeit gewesen, aber ich fühle mich gut, Platz läuft richtig gut, Muskulatur ist auch fast wieder da, also es geht langsam in Endspurt und das freut mich natürlich, dass es bald wieder soweit ist, dass ich wieder ins Training kann. Freut uns auch zu hören. Was meinst du, wann können wir dich wieder auf dem Platz sehen? Gibt es da schon einen Zeitpunkt, zumindest so ein Wunschdatum für dich? Ja, es ist noch schwer zu sagen. Denk mal jetzt die letzten Wochen, dann muss ich natürlich noch ein, zwei Tests machen, dass das alles hält und dass meine Muskulatur ähnlich ist. Und dann, wenn ich die Tests bestehe in zwei, drei Wochen, dann kann man schauen, dass ich langsam wieder ins Mannschaftstraining kann. Du hast eine wirklich schwere Verletzung hinter dir. Nimm uns einmal mit. Wie kann man sich das vorstellen, wenn auf einmal dieser Moment, diese Verletzung stattfindet? Ja, man macht sich vorher nicht so Gedanken. Ich habe vorher nie eine große Verletzung gehabt. Spielst einfach durch, machst dir keine Gedanken drüber und dann halt aus dem Nichts passiert dann sowas. Ist natürlich sehr bitter gelaufen bei einer Situation, wo nicht mal ein Zweikampf richtig war. Ist natürlich im ersten Moment schon ein Schock gewesen, aber ich bin froh, dass ich hier meine Familie, meine Freunde habe, die immer positiv waren, die mich immer unterstützt haben und deswegen war es für mich einfach, wieder positiv zu bleiben und nach vorne zu schauen. Nach so einer Verletzung ist an Fußballspielen erstmal nicht mehr zu denken. Dann Reha in Donaustauf und sich nach und nach wieder ans Team ranarbeiten. Keine leichte Zeit, wie ich mir vorstellen kann. Keine oder? Leichte Zeit, wenn du jeden Tag in der Reha bist, jeden Tag die gleichen Menschen siehst, jeden Tag die gleichen Geräte. Und natürlich ist es nicht immer einfach, aber ich finde trotzdem, dass die Zeit relativ schnell vergangen ist. Ich war insgesamt fast 15 Wochen in Donaustauf, wo ich nur am Wochenende zu Hause war, habe fast meine Freundin nicht gesehen, meine Familie. Das ist nicht einfach, aber man hat natürlich auch andere Sportler da, die einen pushen, die ähnliche Verletzungen haben. Und deswegen ist es dann schon einfacher gewesen dort. Und wie gesagt, die Zeit ging trotzdem zum Glück sehr schnell rum und jetzt sieht man endlich Licht am Ende des Tunnels. Mal ganz ehrlich, kam mal so ein Moment, wo du auch mal drüber nachgedacht hast, ich schaffe das nicht mehr, ich schmeiß das Ganze hin, mir wird das alles zu viel? Nein, also das nicht. Klar hat es mal wehgetan, wenn du auch die Spiele von der Mannschaft gesehen hast, oder gab es auch Momente, wo es nicht so einfach war, wo man sich nicht so aufraffen konnte, aber es gab nie einen Moment, dass ich sage, es reicht mir jetzt, ich habe jeden Tag Vollgas gegeben, kann mir nichts vorwerfen und bin froh, dass es bald zu Ende ist. Bekommt man durch so eine schmerzhafte Erfahrung ein besseres Körperbewusstsein? Vielleicht, dass man sein Leben ein Stück weit umkrempelt? Weiß man jetzt manche Sachen mehr zu schätzen? Ja, Gesundheit weiß man natürlich mehr zu schätzen, wenn man da so eine Phase mitmacht. Aber man lernt natürlich auch, nach so einer Verletzung vorher kümmert man sich nicht drum, weil man fit ist und man schaut nicht, wenn man mal Probleme hat, aber wenn du halt so eine Verletzung hast, schaut man natürlich mehr auf seinen Körper, auch warum sowas passiert, was die Gründe sind, da helfen dir natürlich andere, auch in der Reha, Experten und so, und das hilft mir natürlich jetzt auch für die Zukunft, wo ich stabiler werden muss und wo ich gut daran arbeiten muss, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Die Mannschaft sehr erfolgreich im Moment, seit Wochen toller Fußball. Du musst von außen zuschauen. Wie betrachtest du im Moment die Mannschaft? Ja, es macht Spaß. Wir holen auch die Punkte. Es sind nicht immer die besten Fußballspiele, die wir abliefern. Wir haben auch Phasen, wo wir nicht so gut spielen, aber trotzdem, wir stehen stabil, wir sind schwer zu schlagen. Wir haben vorne unsere Aktionen und wir holen halt die Punkte und im Ganzen sieht man eine Entwicklung zu letzten Jahr. Also letzte Saison war es auch schon so am Ende, dass wir stabiler wurden und uns entwickelt haben. Natürlich auch mit neuen Trainern, viele junge Spieler und
man sieht, dass die Balance stimmt, dass wir stabiler geworden sind und auch teilweise jetzt guten Fußball spielen. Und wir sind für jeden Gegner schwer zu schlagen. Und wie gesagt, wir holen jetzt die Punkte auch bei engen Spielen. Und so wollen wir natürlich jetzt weitermachen. Wo siehst du persönlich die Ursachen? Oder wo kommt der Erfolg jetzt her? Ist es der Trainer? Ist es, dass man sich jetzt einfach über die lange Zeit auch eingespielt hat, die Neuzugänge gegriffen haben? Was meinst du? Ja, es ist so, dass letztes Jahr dann vor der Saison natürlich neuer Trainer da waren. Dann haben wir viele junge Spieler und wie gesagt, das muss ich auch erstmal alles einspielen. Wenn ein neuer Trainer kommt, Robert Klaus hat die erste Profimannschaft hier in Nürnberg gehabt, war vorher Co-Trainer bei Leipzig und ist natürlich für ihn auch was Neues, aber man hat dann gesehen, dass eine Entwicklung da ist und natürlich braucht sowas Zeit. Aber ich glaube, nach einem Jahr jetzt, dass man sieht, dass da eine große Entwicklung ist und wir uns langsam alle finden. Die Neuzugänge helfen uns weiter und ich glaube, dass es sehr gut ist und so muss es auch weitergehen. Wir Clubfans, da zähle ich mich dazu, haben immer was zum Jammern. Jetzt, wo es gut läuft, heißt dann so ein bisschen, naja, die schweren Gegner kommen noch. Aber wenn man so ein bisschen in die Historie des 1. FC Nürnberg schaut, verlieren wir ja eher mal gegen den leichten Gegner und gegen die Großen. Bleiben die Punkte dann in Nürnberg oder punkten wir zumindest? Was können wir da erwarten? Was denkst du da? Ja, jetzt mit Hamburg und Hannover, die nächsten Spiele vor der Länderspielpause sind natürlich gute Gegner, aber vielleicht hilft es uns auch gegen spielerisch gute Mannschaften mitzuhalten, weil du dann auch ein bisschen, wenn du Ball eroberst, mehr Platz vorne hast. Es sind natürlich enge Spiele, es ist immer schwer zu sagen, aber wir sind, wie gesagt, stabil, wir sind schwer zu schlagen und da ist mir nicht bange jetzt vor den nächsten Spielen. Du bist zurück beim Club. Es gibt Parallelen zu Enrico Valentini, der kein Geheimnis daraus macht, froh zu sein, endlich wieder für den FCN zu spielen. Ist das bei dir genauso? Ja, natürlich. Wenn man die ganze Jugend hier gespielt hat, mein Vater hat hier ewig gespielt, meine Familie ist von hier, ich bin hier aufgewachsen. Das ist ein großer Bezug hierher. Ich habe auch nach dem Angebot nicht lange überlegen müssen, weil es für mich schon relativ klar war, dass ich wieder nach Hause will. Und natürlich war die Verletzung jetzt nach dem 8. Spieltag letzte Saison nicht so toll, weil ich noch nicht so viel spielen konnte. Aber ich bin jetzt froh, wenn ich wieder fit bin und dann endlich wieder vor den Fans natürlich auch wieder Fußball spielen kann für den Verein. Was ist anders beim Club? Hast ja auch die ein oder andere Station hinter dir. Was macht den 1. FC Nürnberg für uns Fans, wir wissen das, aber jetzt für euch Spieler, wo siehst du da einen Unterschied gegenüber den Stationen, wo du gespielt hast? Ja, das ist viel Tradition. Man merkt in der Stadt, die Fans, die Leute, die leben für diesen Verein. Und bei meinen vorherigen Vereinen war es, Aue war ein ganz kleiner Verein, da war jetzt, ich war schon Fans, aber es war eher familiärer. Und hier ist es familiär, du hast was weiß ich, wie viele Fans auch von außerhalb und du merkst einfach, dass sie alle für diesen Verein leben. Die leiden natürlich auch viel und freuen sich auch und deswegen, ja, dieser Verein ist einfach einzigartig und deswegen ist ein Riesenclub, gutes Stadion, super Start, super Fans, also gibt wenig zu meckern, auch wenn es oft was zu meckern gibt für die Clubfans, weil die immer gerne mal meckern, aber allgemein ist das ein Top-Verein. Es gehört dazu, das Meckern. Es gehört dazu, sonst wird es langweilig. Genau. Welche Ziele, außer natürlich, dass du wieder gesund werden willst und so eine Verletzung hoffentlich auch nie mehr in deiner Karriere auf dich zukommt, aber welche Ziele hast du noch so mit dem 1. FC Nürnberg? Ich möchte jetzt nicht durchdrehen, wobei, wie gesagt, Fan, du kennst die Klubberer. Wir wollen zumindest irgendwann wieder in die erste Liga und dann greifen wir auch da oben wieder an. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was ist realistisch, was meinst du, wo kann die Reise in den nächsten Jahren mit dem Club noch hingehen? Ja, da braucht man nicht drüber sprechen, dass dieser Verein in die erste Liga gehört, mit dem Ganzen hier drumherum, aber es ist natürlich immer ein schwerer Weg, von der zweiten Liga aufzusteigen, da tun sich viele Vereine schwer, aber wenn wir so weitermachen, wir uns so stabilisieren, wie wir es jetzt gerade machen, ist es in den nächsten Jahren auf jeden Fall möglich und es ist natürlich auch das Ziel von jedem Einzelnen, wieder in die erste Liga zu kommen, weil der Club gehört dahin. Wobei die zweite Liga natürlich immer stärker wird. Jedes Jahr heißt die stärkste zweite Liga aller Zeiten, aber bei den Vereinen, die sich mittlerweile in der Liga tummeln, ist es tatsächlich so. Und
komme ich wieder als Fan um die Ecke. Da interessiert mich allerdings auch deine Meinung dazu. Ist es nicht schöner, in der zweiten Fußball-Bundesliga, unabhängig jetzt von den Geldern, die man in der ersten Liga, weiß Gott, mehr verdient, aber in der zweiten Liga konkurrenzfähig zu sein, Woche für Woche die Chance zu haben, so wie es beim Club ja im Moment auch läuft, ja, gute Ergebnisse zu erzielen, einen guten Tabellenplatz zu haben, als dass man in der ersten Liga spielt. Und da wird es halt immer schwerer, das ist einfach so. Ich muss jetzt die Spielvereinigung trotzdem mal ansprechen, die ja eine tolle Saison letztes Jahr gespielt hat, sonst wären sie nicht aufgestiegen, jetzt aber überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekommt. Und das hat man beim Club ja auch schon gesehen. Also die erste Liga zur zweiten Liga, das ist dann zumindest, wenn man da so ein bisschen ins obere Tabellendrittel schaut, da kannst du ja nicht mehr wirklich mithalten. Also ist es dann nicht vielleicht sogar mittel- bis langfristig interessanter, in der zweiten Fußball-Bundesliga mit namhaften Mannschaften zu spielen und da erfolgreich zu sein? Ja, die zweite Liga ist auch sehr attraktiv. Auch wenn man, wie du schon gesagt hast, dieses Jahr ist es, glaube ich, die stärkste Liga seit Jahren. Weil wenn du da mit Hamburg, Bremen, Hannover, St. Pauli, was da für Vereine sind, das sind ja Riesenvereine, die alle auch Bundesliga gespielt haben. Trotzdem ist es für jeden das Ziel, sich mit dem Besten zu messen. Und ich glaube, jeder will das Ziel haben, irgendwann in der ersten Liga zu spielen, vor allem auch mit diesem Verein. Natürlich tut man sich, wie Fürth, jetzt wahrscheinlich am Anfang schwer. Man hat, wenn man aufsteigt, immer andere Bundesligisten, die besten Spieler wegkaufen wollen. Und da muss man sich natürlich erstmal finden. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen reinkommst, die Fürther werden auch noch ihre Punkte holen. Es ist nicht so, dass sie jetzt bis zum Ende hin ihre Punkte nicht holen. Ich glaube, man gewöhnt sich an diese Liga, man passt sich an und es braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit nach dem Aufstieg, aber es ist möglich. Man sieht es am Bielefeld letztes Jahr, die haben die Klasse gehalten, auch nach dem Aufstieg. Deswegen ist es schwer, aber ich glaube, jeder will Bundesliga spielen, egal wie attraktiv die zweite Liga ist. Könntest du dir zwei Spiele vorstellen zum Ende der Saison? Ja. Der Club geht in die erste hoch und in der Relegation gegen die Spielvereinigung? Ich gucke nicht auf die Vierter, ich gucke hier nur auf uns, dass wir eine super Saison spielen, dass wir so weiterspielen, wie es bis jetzt läuft und dann schauen wir, wie es läuft. Natürlich wäre wieder schön, wenn es auch ein Derby nächstes Jahr geben würde. Alles klar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Wünsche dir alles Gute, dass du schnell wieder zurückkommst und dass dann, wie gesagt, mit Verletzungen absolut vorbei ist und du noch eine gute Zeit hast. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Servus.